Willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Alan Wake 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter. Bewerten, kommentieren. Hashtag ich bin kein Bot. Wehrt euch gegen die Armee der Bots, denn sie wird immer mächtiger. Immer stärker. Moment, wir gehen natürlich gleich zu dem Reim hin, aber meistens ist ja hier eine Figur, ne? Ganz in der Nähe, deswegen wollte ich mal gucken, ob ich erst eine Figur finden soll, bevor ich wieder sage, wie geht das denn? Ich verstehe es nicht. 5 kleine Monster auf dem Meer probierten, wer wohl stärker wäre. Das Boot, sie schaukelte gar sehr, bis eins von ihnen fiel ins Meer. Da fleht die Mutter die Wellen an und eine Träne über ihre Augen ran. Die See jedoch nur sprach zu ihr, auf meinem Boot liegt es tot, weil schaukeln es nur konnt ein Boot. Okay, Mutter. Obwohl, nee, Moment. Monster auf dem Meer, vielleicht hier ein Monster hin? Nee, so rum. Hier ein Monster hin. Die Mutter, die weint. Das Nein. Kind. Denken, Saga. Macht keinen Sinn. Alright. Oh. Oh. 5 kleine Monster auf dem Meer probierten, wer wohl stärker wäre. Das Boot, sie schaukelten gar sehr, bis eins von ihnen fiel ins Wasser oder ins Meer. Vielleicht ein Kind, das im Wasser ist und eine Mutter, die weint. Nein. Auch nicht. Kleines Monster, das im Wasser ist. Nee. Okay, dann weiß ich's nicht. Sieht falsch aus. Dann hab ich keine Ahnung. Also die Mutter flennt. Ups. Die Mutterpuppe weint. Was haben wir hier? Monster auf dem Boot? Versuch's weiter. Monster im Meer. Hm. Eigentlich würde ich sagen, irgendwie, das ist so ein bisschen Sagas Geschichte. Oh. Ah, ah, ist hier irgendwo noch ein Püppchen? Warum ist hier eine 5? 5. Da auch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Was ist das hier drüben? Kann man das öffnen? Nö. Weil schaut euch das mal an. Hier sind überall 5 draufgeklebt. Aber wieso? Wieso verdammt noch eins? Hier ist noch ein Kultversteck. Wie jetzt? Direkt hier oder hinter dem Gebäude? Ach, hier. Noch eine Schließkassette. Boah, was? Nee, man zeigt nochmal. Mitte, oben, unten. Ecke, Ecke, oben. Mitte, oben, unten. Ecke, Ecke, oben. Ja, kann man brauchen. Nettes Zeug drin. Hier ist immer noch eine verschlossene Tür. Da ist das Auto, aber wir müssen jetzt in die Polizeiwache rein. Und da oben ist auch noch ein Kultversteck, das wir mitnehmen dürfen. Ey, diese Kinderreime, ne? Was bekomme ich dafür am Ende? Diese Leute tauchen einfach hier auf und erwarten, dass die anderen hinter ihnen sauber machen. Waren hier nicht super viele Leichen?
Ah, hier geht's rein. Hier waren doch super viele Leichen. Ja, diese Kinderreime stehen irgendwie mit Control in Verbindung. Okay, wie komme ich hier denn hin? Die Geräusche, die von der Station zu hören sind, gefallen mir gar nicht. Ja, was geht da ab in der Station, hä? Huh? Welche Geräusche, alter Mann? Der Strom ist aus. Immer ein gutes Zeichen. Drinnen ist ein Besessener. Hafträume. Haben Sie Wake dort festgehalten? Aber die Tür ist versperrt. Jemand da? Ich bin hier, im Schrank. Agentin Esteves? Sind Sie das? Anderson? Sie sind ja immer noch hier. Gut, dass ich nicht auf Sie gehört habe. Mag sein. Hören Sie, ich habe mir das Bein verletzt und brauche Hilfe. Da draußen ist jemand, der befallen wurde. Wir nennen es den Schatten und... Ein Besessener. Ja, ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich. Boah, ist aber ein Big Boy. Das ist ein Big Boy. Sehen zu, wie es deinen... Wie es deinen Verstand auf... Wow. Der war ultra big. Fortgeschritten dick. Absolut fortgeschritten dick. Ja, jetzt brauche ich auch wieder Munition. Bei ihr geht hier der Vorrat übelst schnell leer, ne? Armbrustbolzen brauche ich nicht. Das Bein sieht nicht gut aus. Fühlt sich noch schlimmer an. Aber danke, dass Sie den Rest von mir gerettet haben. Wir sollten reden. Was ist hier passiert? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Cool, wir reden wieder Englisch. Wo ist Wake? Ich weiß, was hier vor sich geht. Wake bringt das in Ordnung. Alan Wake ist ein Para-Utilitarier. Ein richtiger Zungenbrecher, nicht wahr? Wir haben ihn nach Protokoll im Haftraum eingesperrt. Irgendwie steht er mit dem Schatten in Verbindung. Haben Sie meinen Partner, Casey, gefunden? Ja, wir haben ihn gefunden. Draußen im Wald. Die Begegnung mit dem Schatten hat etwas mit ihm gemacht. Geht es ihm gut? Er lebt. Wir haben ihn zur Untersuchung in die Leichenhalle gebracht. Seit dem Angriff habe ich nichts gehört. Wieso ist das FBC hierher gekommen? Bright Falls ist immer wieder Schauplatz von abgewandelten Weltereignissen. Der Schatten ist stärker als erwartet. Es fehlt an Ressourcen und es gibt Probleme im HQ. Aber wir haben genug, um gegen die Verschleierten vorzugehen. Wir konnten nicht rechtzeitig alles vorbereiten. Esteves, ich muss mit Wake reden. Wie komme ich in den Zellenblock? Okay. Protokolle haben mittlerweile sowieso keinen Sinn mehr. Wehe, ich bereue das, Anderson. Ohne Strom lässt sich die Tür zu den Hafträumen nicht öffnen. Im Keller gibt es einen Sicherungskasten. Hier. Du wirst diese Schlüssel brauchen. Zurück in die Leichenhalle? Großartig. Ich muss mal wieder meine Fälle durchgehen, ne? Habe ich auch super viel Zeug. Den Klicker zu Wake schaffen und ihn dazu bringen, seinen Versuch, Gott zu spielen, wieder gut zu machen. Das ist der Plan. Aber das FBI... Ich habe nichts gedrückt. Spiel hat einfach aufgehört zu reden. Aber das FBC hat ihn. Ich glaube, das wollte sie sagen. So, Zellenblocktür. Wird wohl das hier sein? Die Zellentür öffnet sich nicht ohne Strom.
Ach komm, mach's doch hin. Das muss dazugehören. Echt? Wake Status? Na gut. Warte. Ich hab doch bestimmt noch viel mehr hier. Bright Falls Pflegeheim. Watery. Coffee World. Ist es Watery? Ja. Bright Falls Pflegeheim. Ah, wer ließ sich zurück? Ach, das geht hier um Bright Falls. Bright Falls und Bright Falls. So, da sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Kinderreime. Watery. Watery. Bright Falls. Bright Falls. Eine Puppe. Wie viele Puppen gibt es denn? Anscheinend recht viele. Monsterpuppe. Der Joker. Alter Mann. Drei Puppen fehlen noch. Was haben wir hier? Fall abgeschlossen. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. War es wirklich Wake oder war es Scratch? Thor ist hier, im Übergang. Ich muss ihn finden und verschwinden. So, da sind wir hiermit durch. Na, man muss auch ein bisschen hier aufräumen. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. So wie Thor sich verhielt, bin ich überrascht, dass Mama so lang blieb. Aber es tut ihm wirklich leid. Okay, da komme ich noch gar nicht weiter. Oh, Alter. Da fehlt ja noch richtig viel. Was haben wir hier? Ilmo Jacko ist da. Ha. Versuch's weiter. An Vladimir Plum. Kultpsychologie, passt es damit rein? Schreiben Teil des Rituals, wer ist involviert? Ach, das ist ein extra Reiter. Und da fehlt auch noch was. Okay, was habe ich hier? Gar nichts. Aber hier habe ich noch ganz viel. Da Wake die Geschichte geschrieben hat, kann nur er sie bearbeiten. Kommt hier mit rein. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss. Und ich muss ihn im Auge behalten. Ich denke mal Übergang. Übergänge können nur mit Kunst betreten werden. Weil sich der dunkle Ort auf Kunst konzentriert? Dann das hier wahrscheinlich Klicker. Äh,
Der Bereich um den Übergang ist ständig geflutet. Ist das auch Übergang? Toll, und die anderen Sachen sind wieder irgendwann mal für später. So, das ist Bright Falls. Bright Falls. Bright Falls. Bright Falls. Watery. What? Moment. Das für später? Nee, nee, ich will Kultverstecke. Hier, das hier. Bright Falls. Ja, kommen wir eigentlich auch ziemlich gut voran, finde ich. So, wir haben ordentlich aufgeräumt. Musste mal sein. Anderson, hören Sie mich? Ich kann Sie hören. Hatten Sie schon die ganze Zeit unsere Frequenz? Belauschen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Berufs. Aber nein, ich hab's von Ihrem Partner. Anderson, ersetzen Sie die kaputte Sicherung im Sicherungskasten. Dann sollte die Energieversorgung wiederhergestellt sein. Klar. Bin schon dabei. Okay, hier kann ich das endlich mal aufmachen. Die kaputte Sicherung ersetzen. Ja, du sollst das looten und nicht die Tür zubatschen. Du verrückte Alte. Noch ein Kultversteck. Was? Hä? Was ist da drauf? Irgendwelche Symbole. Irgendwelche Symbole und keine Ahnung, die muss ich zu irgendwas wahrscheinlich zusortieren. Zu irgendwelchen Zahlen. Wo sind hier Zahlen? Leider kann ich den Hinweis ja nicht angucken. Zoom. 1. A0. 140? Hm. Was könnte das andere für eine Zahl sein? Das eine vielleicht eine 0, aber das andere? Ist das alles, was ich brauche? Oder gibt es da irgendwo Symbole? Das ist die große Frage. Ein Schuhkarton. Können wir mal die Bolzen weglegen? Und die Flash hau ich auch mal weg. Wir haben so viel Heilung, ne? Das ist echt crazy. Gespeichert. Und nochmal Bolzen zum Weglegen. Was war das denn? Ach, der Wasserspender hier. Wartet mal. Wir gehen mal zum Schuhkarton. Fernseher wollte ich gar nicht. Ach hier, Waffenverbesserung. Schuhkarton, Waffenverbesserung meine ich. Nö. Ja. Durchs Zielfernrohr konnte Saga die flackernde Dunkelheit sehen, die den Besessenen beschützte. Sah, wie sie zitterte und zuckte. Dann erspähte sie eine Öffnung. Da! Sie feuerte eine Kugel ab, um ihr Ziel zu treffen. Das klingt doch ganz nice. Oh, kann ich noch was bei der Pistole machen? Ich meine, es ist ja immerhin... Ach, ein Schnipsel fehlt. Ist ja immerhin so unsere Dauer-Weapon, ne? Casey? Verdammt, Casey, mach keine Kacke hier drin. Alex! Bleiben Sie unten, verdammt! Casey? Sind Sie das? Anderson?
lassen? Feuer einstellen! Ich komme rein! Gut, dass er noch lebt. Gut, dass er noch lebt. Ich komme sofort, ich loote noch. Bin gleich da. Oh, schon wieder Bolzen. Das Spiel will unbedingt, dass ich hier Armbrust spiele, huh? Oh. Ist sogar noch was drin. Bataris. Warte mal. Casey? Person Alex Casey, FBI. Beschreibung der Verletzung. Die Person wirkt körperlich geschwächt und ist etwas verwirrt über ihren Aufenthaltsort und die Ereignisse. Gehirnerschütterung. Ähnliche Symptome wie bei den Verschleierten. Es wird vermutet, dass die Person dem Schatten ausgesetzt war, was aber nicht bestätigt ist. Leichte Abschürfung, möglicherweise leichte Gehirnerschütterung. 7.30 Uhr. Weitere Beobachtungen zeigen keine Anzeichen von erhöhter Aggression. Die Person bleibt bei Bewusstsein und klarem Verstand. Ein deutlich anderer Verlauf als bei anderen Opfern. Die Gründe für das ungewöhnliche Verhalten sind unbekannt. Geringe Belastung, Belastbarkeit der Person, Intention des Schatten. Weitere Untersuchungen, Tests erforderlich. Casey, wo bist du? Herr Anderson, oh. Gefällt es Ihnen, was ich aus dem Laden gemacht habe? Etwas mehr Leichenlicht wäre schön. Sehr lustig. Ist der verbuggt? Halten Sie die Stellung, Casey. Ich gebe Bescheid, sobald es sicher ist. Ach, da drüben. Ich gehe nirgendwo hin. Wie geht es Ihnen? Schauen Sie mich nicht so besorgt an, Anderson. Ist nur eine Fleischwunde. So hatte ich die Gelegenheit, mich mit Kieran über unsere Ex-Frauen zu unterhalten. Mit Agent Estevez, meine ich. Sie haben neue Freunde gefunden. Ich bin ganz neidisch. Ist wirklich alles in Ordnung? Alles okay. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Watery stellte sich als gute Spur heraus. Ich habe den Klicker und den Kult gefunden. Aber die Horrorgeschichte verändert die Realität. Wie Wake vorausgesagt hatte. Logan, sie ist... Laut der Geschichte starb sie hier. Aber wir können es aufhalten. Moment, Saga. Wie meinen Sie das? Logan ist tot. Das ist sie schon lange. Casey steht auch unter dem Einfluss der Horrorgeschichte. Ich kämpfe jetzt für sie alle. Was ist im Hotel passiert? Wake hat die Wahrheit erzählt. Der Kult war hinter ihm her. Und das Dunkel ist auch real. Ich hab's gesehen. Eine abgefahrene Monsterwolke. Wake hat versucht, mich zu warnen. Es hat mich bewusstlos geschlagen. Das FBC hat mich dann im Wald gefunden. Ich bringe das in Ordnung, Casey. Sie... Logan, alles. Aber zuerst brauche ich Strom. Zeigen Sie es Ihnen, Anderson. Aber denken Sie dran, manche Dinge lassen sich nicht mit einem Lichtschalter regeln. Was den Strom angeht, hier, bitte. Diese Sicherung habe ich bei den armen Schweinen dort gefunden. Ich kümmere mich drum. Alles klar, Alex, halt die Stellung. Er glaubt jetzt auch, dass Logan tot ist. Und wo war nochmal diese Kiste? Wenn das hier oben eine 1 ist, warte mal. 1 Strich, 2 Striche, 3 Striche, 4 Striche. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Moment. 1, 2, 3... 6 Striche. 1, 4... Also, wenn ich die Striche zählen würde, wäre ich doch hier bei 6. Oder nicht?
Ach, warte, oben sind zwei Striche? Nein. Moment, lass mich nochmal gucken. Ist die... Das ist nicht so easy. Was ist das Rätsel hier? I don't get it, man. Würde ich voll gerne noch lösen. Würde ich voll gerne noch wissen. Aber ich habe keine Ahnung. Striche zählen. Ein Strich unten, ein Strich in der Mitte sind zwei und dann zwei sind, wären vier. Ist das... Was übersehe ich bei dem Ding? Was übersehe ich? Nein, das muss 1 oben sein. 1, 4. Alright, irgendwie, keine Ahnung. Vorsicht vor dem Kult des Baumes. Boah, waren ganz nette Sachen drin. Warte mal, war hier nicht ein Speicher irgendwo? Hier drüben. Dann hau ich mal die ganzen Sachen hier drüben rein. So. So, und... So. Dann speichere ich und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschau, baba.